So. Quest begonnen, erster Kontakt. Wir sind raus aus dem Vault 76 und werden mal jetzt schauen. Wir müssen die Aufseherin finden. Leider ist es jetzt hier, wird es gerade dunkel oder wird wieder hell. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass am Anfang hier gleich mal ein bisschen heller ist, damit wir mal ein bisschen Grafik hier sehen. Aber ja, wo gehen wir jetzt lang? Lass mal die Karte mir mal reinziehen hier. Ja, ist auf jeden Fall, kann man machen, die Karte. So. Volt 76. Denk mal da lang. Ja, bis jetzt habe ich ja auch noch keinen gesehen, der hier irgendwie rumrennt. Aber egal, wir wollen mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt zu schreiben, was bin ich denn für ein Spasti? Du musst einmal im Monat. Ja. Wenn ihr Bock habt, mitzuzocken, schreibt mir in die Kommentare. Und dann lade ich euch in den Discord ein und dann werden wir mal gucken, dass wir hier mal zusammen was reißen. Wollen wir loslegen? Wo lang müssen wir? Hier lang müssen wir. Wir wollen runter, okay. Sind auf jeden Fall irgendwelche Viecher schon mal. Ja, die können natürlich schießen. Mei, jetzt hat er Machete hier! Weggeschnetzelt. Schönen Stahlschrott mitnehmen. Ihm hier. Hey, du Hurensohn! Schade, dachte, wir hätten was zu fressen hier, aber den müssen wir uns holen, Alter. Ich brauche was zu fressen! Ich will Kaninchenbein mitgenommen hier. Hier hat jemand eine Kochstation? Naja, wir haben jetzt eh nichts zum Kochen. Was ist das? Hat das hier jemand gebaut oder? Geht das hier Standard? Was ist das? Die Mucke spielen oder was? Der Bart, Alter. Den müssen wir unbedingt bei Gelegenheit nochmal ändern, Alter. Das ist ja richtig der Rasierer kaputt hier. Gut. Gut Paket. So. Weiter im Text. Die Machete wieder raus. Ich weiß ja nicht, was die Leute so wirklich haben. Ich finde die Grafik ist jetzt zwar kein Highlight, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Man kann es auf jeden Fall spielen. Natürlich ein bisschen scheiße, dass da eine alte Engine am Start ist, aber ich finde es jetzt nicht so krass. Wenn es jetzt alle hier funktionuckelt mit Multiplayer und sowas und hier man auch mal ein bisschen ruckelfrei spielen kann, warum nicht? So, haben wir gleich mal eine Sägemühle entdeckt. Sind wir erstmal vom Weg abgekommen, aber man kann ja mal einen Blick riskieren, was hier so ist. Gucken, ob wir gleich mal ein bisschen Holz finden. Damit wir uns mal hier bald mal eine Base bauen können. Wäre natürlich geil, wenn dann schon ein paar Leute am Start sind, mit der wir zusammen dann oh, ein Jagdgewehr, eine Base bauen können. Kann man hier schön, das ist ein Jagdgewehr, kurz. Rüsten wir gleich mal aus. Obwohl, lass es erstmal mit der Machete ein bisschen
Fummeln. Genau los. Oh. Wir nehmen einfach mal alles mit hier. Ich denke mal, wir können das dann alles noch irgendwie verwerten. Wird aber auch mal Zeit, dass wir mal langsam mal. Warte mal. Also für den Anfang lohnt sich ja auf jeden Fall mal in dieses Sägewerk da einen Abstecher zu machen. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was. So, jetzt wollen wir aber mal wieder weiter. Denn wir müssen uns auf den Weg zur Aufseherin machen. Sprich, sie suchen Kronkorken. Die Währung hier in Fallout, falls das noch jemand nicht weiß. Was ist hier mit den Kandidaten los? Alter, er kriegt Stahlung. Okay. Ich hab hier irgendwas gehört. Ja. Alter, warum hat denn eine Knarre, der Hurenbock? Stirb! Was war das denn gerade? Wieso hat denn der eine Knarre? Jagdgewehr plus Impro-Revolver, Golfschläger. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber wenn die hier wirklich mit Knarren rumlaufen, denke ich mal, müssen wir langsam mal hier mal ein bisschen mit Waffe rumrennen. Ja. Ich dachte, ich habe die angelegt. Gut, haben wir. Bastelwerkbank. Gegenstände verwerten. Genau, das meinte ich nämlich. Weil wir haben ja hier genug Schrott. Gesamten Schrott verwerten. Ja. Zack. Gut. Mehr wollte ich doch nicht. Kann ich überhaupt schon was herstellen? Nö, natürlich nicht. Egal. Weiter. Na komm, in das Haus sehen wir auch mal schnell. Safe, Alter. Fordert Skill 1. Haben wir natürlich nicht. Und keine Haarklammern. Okay, müssen wir uns merken, das Teil hier. Aber ich denke mal, hier im Startgebiet, da wird nichts Besonderes sein. Alter! Nee, scheiße. Ist ja auch verseucht alles. Muss ja alles erstmal aufkochen, Alter. Kann ich das sammeln? Habe ich hier schon Behälter? Da habe ich, okay. Gut. Kannst du nämlich an der Kochstelle das sauber kochen, die Scheiße. Und dann hast du, kannst du das saufen. Very wichtig. Verbrannte Leiche. Der wollte gerade abhauen. Was hat denn der den Koffer gehabt? Splittergranate, Klebeband. Klebeband auch ganz wichtig, um Waffen zu kleben. Denn die Waffen können abnutzen. Gut. Das war jetzt kein großer Jackpot. Weiter geht's. Auf der Suche nach der Au. Ne, da hinten ist noch einer. Den nehmen wir noch mit. Ist hier ein Scheißhaufen?
Oh, er holt die Knarre extra raus, Alter. Nee, nicht. Ja, schon wieder irgendjemanden. Pass dich gar nicht erst an, Alter. Sieht nicht schlecht aus. Also ich bin jetzt nicht so enttäuscht. Jetzt mir schlechter vorgestellt. Gegenstände verwerten. Machen wir gleich mal wieder. Gesamten Schrott verwerten. Yippie. Hätte da gerade noch einer rumgekriecht. Zigarette, sehr gut. Okay, weiter. Würde mal interessieren, wenn ich jetzt hier in das Wasser reingehe, nehme ich auch Radioaktivität? Also, oder? Oder? Ja, oh, ja, yeah, ja, yeah, okay. Okay, ich hab's verstanden. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. So, wir sind gleich da. Und natürlich ist sie nicht da. Versteck des Aufsehers. Aufseher Logbuch. Aufbereitetes Wasser, sehr gut. Mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Boah, die quatscht auch ohne Ende, Alter. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal hier an der Kochstelle, werden wir uns mal hier abgekochtes Wasser machen. Dafür brauchen wir Holz und schmutziges Wasser. Ja, haben wir alles da. Machen wir auch gleich mal. Anfertigen. So, konnte ich zweimal machen. Was ist hier? Ach, so einen Tee können wir auch machen mit dem Blümchen, was wir hier aufgesammelt haben. Kann man machen. Sehe ich hier gerade, wir haben hier Kaninchen am Anfang getötet haben. Machen wir uns gleich mal ein paar Spieße. Ja. So, und dann haben wir hier als sonstige Quest, stelle ein Rüstungsteil her. Mal gucken, was wir hier machen können. Was schon genug eingesammelt haben. Haben wir. Verfügbare Rezepte vor allem. Wir nehmen ein Brustteil auf jeden Fall erstmal. Stufe 1, anfertigen bitte. So, linker Arm. Linkes Bein. Ja, geht erstmal nicht. Dankeschön für nichts. Weil ich natürlich alles ausgegeben und kann natürlich keine Waffe herstellen. Bestimmt, pass mal auf, ey. Jeder Rüst zum Brustteil. Linker Arm, linkes Bein. Den Schutzhelm nehmen wir. Oh, die Brille. Die Brille muss unbedingt auf. Wir gucken mal, ob wir hier mal noch eine Knarre herstellen können. Obwohl wir genug dabei haben. Können wir sogar. Aber wir nehmen mal eine Nahkampfwaffe. Oder? Warte mal. Wurfmesser. Nahkampfwaffe.
Kampfmesser, Beil. Nur ein Beil. Finde die Aufseherin in Flatwoods. Natürlich werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Aber das alles in der nächsten Folge, damit wir die Folgen nicht ganz so lang ziehen. Werden wir mal gucken, was uns da erwartet. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank. Ciao, ciao.